ist halt jetzt gerade so ein bisschen problematisch. Was sollte ich hier mitbringen? Das ist eine sehr gute Frage. Ich weiß es nicht. Und wir gucken jetzt einfach mal hier im... Vom Regen in die Traufe in... Edler Herr, macht ihr mir einen Antrag? Ihr irrt euch, Herr. Ich warte auf einen Antrag von euch. Was? Die geht auch einfach weiter, ne? Das nehme ich nicht an. Macht ihr... Ihr irrt... Ja gut, ich will ihr... Das nehme ich nicht an. Ich will ihr eigentlich auch keinen Antrag machen, davon mal ganz abgesehen. Oder eigentlich nur... mit dir reden. Ihr bringt doch nur Ärger. Kämpft ihr oder seht ihr zu? Ich ganz vergessen. Kennt ihr einen Siegfried von den Nesle? Oh ja. Was gibt es Neues über ihn? Er soll befördert werden. Wahrscheinlich ist er es schon. Wir reden nicht miteinander. Könnt ihr sagen, warum? Er hat sich sehr verändert. Viele Männer des Ordens starben im Sumpf durch Elfenhand. Alle außer ihm. Es heißt, er hätte sich 2 Tage im Kadaver einer Kuh versteckt. Was auch passiert sein mag. Der alte Eik van den Nesle, Siegfrieds Vater, wäre im Angesicht von Elfen nicht geflohen. Ihr wart nicht dabei, also solltet ihr euch kein Urteil erlauben, Herr. So viel muss gesagt werden. Vielleicht sammelte er Informationen über die Taktik der Skoyatel. Aber was ist das im Vergleich zu dem Fleck auf seiner Ehre, den die Mission hinterlässt? Wo ist er? Er bildet vor dem Sitz des Ordens im Tempelbezirk Rekruten aus. Okay. Was kann ich hier mitbringen? Interessant. Probleme, Hexer? Ja. Leider verbietet mir mein Verhaltenskodex, meine Position für private Zwecke zu missbrauchen. Ihr wollt also nicht helfen. Moment mal. Was für ein Kodex? Das geht euch nichts an, Hexer. Ach komm, tada. Sei nicht so. Problem. Nicht. Da bin ich aber froh. Wirklich? Ist das wichtig, Hexer? Ne. Hier oben noch mit irgendwem reden. Ja klar, hier lungert Triss rum, oder was? Hexer. Was ist das Geschenk Laras? Das ist eine lange und komplizierte Geschichte, aber ich werde mich kurz fassen. Lara Doran Epshiadal war keine normale Elfin. Eher so etwas wie eine genetische Bombe. Sie sollte sich mit einem anderen genetisch veränderten Individuum vereinigen und ein noch außergewöhnlicheres Kind zur Welt bringen. Dazu kam es jedoch nie. Lara verliebte sich in Krenegan von Loth, einen Magier, einen Menschen. Die Wege von Laras und Krenegans Kindern, den Kindern des älteren Blutes, ließen sich nicht so leicht verfolgen. So kam es, dass die Zauberer, die den ganzen Plan ausgeheckt hatten, die Kontrolle über ihr wertvolles Gen verloren. Wegen meiner Identität. Schon Fortschritte gemacht? Ich habe beschlossen, Yevin und den Skoyatel beizustehen. Interessant. Warum habt ihr beschlossen, den Anderlingen zu helfen? Ich verstehe die Ideale der Anderlinge und gehe bis zu einem gewissen Grad mit ihnen konform. Die Elfen und Zwerge kämpfen für Freiheit und Würde. Das sollte man unterstützen. Wie edel von euch. Und wo bleibt da die berühmte Neutralität der Hexer? Ihr steckt bis zum Hals in dem, was euch immer in Schwierigkeiten bringt, eurem Gefühl für Anstand.
Wenn ihr euch nur erinnern könntet, wie oft ihr von Edelmut getrieben wurdet, würde euch eure Wahl nicht so sehr überraschen. Glaubt ihr, ich hätte dieselbe Entscheidung getroffen, bevor ich das Gedächtnis verlor? Ja, und das ist der Geralt, den ich mag. Ach, Triss. Irgendwie bezweifle ich, dass mir diese Gespräche irgendetwas bringen. Na, danke. Heck. Triss, wegen des Jungen. Nicht jetzt. Wir reden zu Hause darüber. Ja, dann komm mal von deiner Party nach Hause. Wir sehen uns später. Weißt du, nicht hier in Abendgarderobe und Aufgelage. Naja, egal. Ja? Darf ich euch etwas fragen? Gewiss. Ich sehe hier viele teure Speisen. Wie fühlt ihr euch, wenn ihr an die hungernden Visimas denkt? Ha! Wollte ich all dem Gesocks in dieser Stadt helfen, wäre ich nach einem Tag bankrott. Wenn ihr einigen helfen würdet... Ich bin ein Mann mit Prinzipien. Wenn ich den Armen helfen würde, müsste ich allen helfen, ohne Ausnahme. Wegen dieser Salamander... Wir brauchen solide Informationen, Geralt. Soll heißen? Bringt mir Dokumente aus beiden Lagern. Mäp. Alles läuft nach Plan. Käse mundet am vortrefflichsten mit einem roten Espresso. So, Leute, ich würde mich ja gerne mal hinlegen, aber... Ich bin nicht. Seide ist aus der Mode. Na gut, wir können uns hier unten schlafen legen. Hier ist der Schankwirt. Ihr seid... Kann ich... So, und wir können ja noch mal ein bisschen was ins Lager legen. So. Hier so ein bisschen Alkohol kann ich ja mal... damit reinpacken. Ja. So. 4-4. Okay. Hier bin ich überall soweit durch. In solchen Zustand muss ich gedrückt hätten. Okay. So, und jetzt können wir noch mal ein paar Silbertalente verteilen. Blendenresistenz. Bomben herzustellen, ja. Möchte ich aber gerade tatsächlich noch nicht. So, und Igni möchte ich gerne einmal machen. Und bitte einmal bis zum nächsten Morgen. Ihr kämpft wie ein Mädchen! Langweilig. Schlag mich, ihr Memme! Eure Mutter lutscht Zwergenschwänze! Na, hallo! So, jetzt können wir ja mal gucken, ob Chris jetzt wieder zu Hause ist. Niemand soll sagen, ich gebe mich mit Hexen. Was führt euch hierher? Perfekt. Und mich führt so einiges hierher, aber... Mit euren Waffen würde ich der Wache aus dem Weg gehen. So, wir müssen auch noch gucken, dass wir die eine
Schwester da finden von dem einen Typen. Hallo, Alvin. Ein. Ja. Das ist wieder das Ding mit dem Hund. Und da ist Triss. Hallo, Triss. Geralt. Zuckelhaar. Triss, was Alvin betrifft. Ist er in Sicherheit? Ja, Ritter Sporn brachte ihn zu mir und erklärte mir alles. Ich wusste, ich kann mich auf euch verlassen. Weiß Shani Bescheid? Nein? Dann sagt ihr, dass der Junge bei mir bleibt. Macht reinen Tisch. Ich werde es versuchen. Obwohl ich es lieber mit einem Rudel Ghule aufnehmen würde. Geralt. Wir sehen uns später. Shani sollte zu Hause sein. Nun bin ich gespannt. Und gehe mal von aus, dass das mächtig Ärger gibt. Was führt euch hierher? Ihr seid ja ein ganz gefährlicher mit diesen Waffen auf dem Rücken. Eure aktuelle Stufe 21. Stufe 21. Was Ich würde mal sagen, das ist aber schon ganz. Ganz ich okay. Bin sehr klug. Was ist schon Königin der Nacht? Da will ich auch gleich nochmal rein. Nachdem wir mit Shani gesprochen haben. Die wahrscheinlich nicht gut auf uns zu sprechen ist. Ich will nur irgendwas zu sagen. Nein. Lebt. Hätte ja sein können. So, dann hoffen wir mal, dass die Gute zu Hause ist. Die auch wieder sagt, ich will mich nur abstellen. Weißt du, was die Leute immer daran haben, nachts mit einem reden zu wollen? So. Ja, Shani ist zu Hause. Ist alles gut, Geralt? Ich habe den Jungen bei Triss gelassen, damit er in Sicherheit ist. Wie konntet ihr? Sie hat euch verzaubert. Geht mir aus den Augen. Ich werde euren Namen vergessen. Boah, es wird Zeit, Triss wieder zu sehen, Leute. Könnt ihr mal auf, mich wie immer hin und her zu schicken? Macht doch keinen Spaß. Können wir gleich einen kurzen Abstecher auf den Friedhof machen. Können wir gucken, ob wir noch ein paar Pool und so weiter finden. Bevor wir zu Triss wandern. Ich bin müde. Angriff! In einer halben Stunde mache ich dann auch erstmal. Dann passe ich eine etwas längere Pause. Mein Herz. Weil ich dann in Ruhe essen will. Bisher habe ich ja immer nur so ein paar Bissen genommen. Und ja, dann geht das auch bald mit Herr der Ringe weiter. Huch, was bist du denn? Tachchen. Ups, wo bleiben bloß meine Manieren? Noch nie einen Ghoul gesehen? Ich bin ja auch in dem Teil nicht wirklich Freund von der Synchronisation, aber
Das war ein Fehltritt. Noch keinen, der spricht. Ich prahle nur ungern, aber ich bin was Besonderes. Meine Anverwandten knurren lieber. Ich fand einige Menschenleichen. Hey, das war ich nicht. Ich esse keine Lebenden. Aber ich sag euch, wer es war, wenn ihr mich nicht abmurkst. Einverstanden. Die Spitzohren, sie plündern Gräber und schleichen herum. Wer in ihm Weg rumsteht, dem machen sie Löcher überall rein. Und euresgleichen? Ihr lasst sie in Ruhe? Sie schmecken scheußlich und sie bringen uns Essen. Danke. Nun verschwindet. Man sieht sich. Man sieht sich. Ey. Okay. Soldaten der Elfen suchen und auslöschen. War es vielleicht doch gar nicht so eine gute Idee, den Elfen zu helfen? Weil das finde ich schon wieder etwas sehr scheiße von denen. Was sucht ihr hier, Hexer? Mörder. Dann besucht die Stadt. Sie wird von einem verbrecherischen Volk bewohnt. Wir kämpfen ums Überleben. Menschen verstehen nur Gewalt. Und das ist, was sie von uns bekommen. Ich bezweifle, dass ihr lange lebt. Ihr droht uns, Däune. Aber ihr sollt wissen, dass noch 6 Affenmenschen, auch Frauen und Kinder in der Gruft sind. Mit den Ghulen. Wenn ihr uns tötet, seid ihr niemals rechtzeitig dort. Helft ihnen und wir sind frei. Entscheidet euch, Mutant. Ja. Beides geht nun mal nicht. Nee, das brauchen wir nicht mitnehmen. So, dann hoffe ich, dass ich die noch rechtzeitig hier finde. Sonst wäre das etwas sehr scheiße. So, hier haben wir noch jede Menge Gold. Jetzt ein Sarkophag. So, das nehmen wir mal alles mit. Okay. Aber wir können das hier einmal machen. Hier ist halt auch nur wieder so ein Korridor. Das hier sind wir schon mal falsch. Viel ist alles, was ihr nicht braucht. Ich hätte ihn getötet. In der Theorie kann er jetzt wieder weitere Leute einfangen. Will ich lieber Pit. Um zukünftig aufzufangen. Ja. Ja. Stimmt auch wieder, aber. Ja, ich habe halt die Hoffnung, dass ich die irgendwo nochmal wieder treffe. Man sieht sich bekanntlich immer zweimal im Leben. Wir
fürchte nur, dass wir sie sowieso nicht finden. Ich frag mich immer, wie sie das Bier transportieren. Wir haben eine Bierkugel mit sich rum, aber trinken tut's keiner. So, hier ist nichts. Doch ein Fass. Da sind selben Sachen drin. Und jedes Mal komme ich auf diese blöde Escape-Taste. So. Leichnam. Das hier noch. Ja. Lass die Menschen in Ruhe. So. Winsel, können wir noch ein paar retten. Ihr habt uns vor dem sicheren Tod bewahrt. Danke. Die Elfen hatten uns den Ungeheuern ausgeliefert. Es tut mir leid, aber eure Freunde sind tot. Wir hörten schreckliche Schreie aus diesen Korridoren. Die Ungeheuer müssen sie... Geht hinaus. Sie klingen nicht wirklich ängstlich. Ich habe die meisten von ihnen getötet. Der Weg sollte jetzt frei sein. Melitele sei Dank. Und ihr sollt gesegnet sein. So. Den Grußvertrag haben wir fertig. Was würde ich nicht bei dir? Den Al-Ghul-Vertrag haben wir auch fertig. Schön. Können wir jetzt wieder ein paar Sachen abgeben? Einmal zu Kalkstein und einmal wieder zu Velerath. Dann einmal wieder zu Triss. Immer noch in den Sumpf. Persönlichkeit. Okay. Zu Siegfried. Ich denke mal, Siegfried steht immer noch an Ort und Stelle. Der bewegt sich ja sowieso kaum fort. So. Oh, hallo. Ich glaube, von dir habe ich auch noch einen Vertrag. Hatte ich? Ja. In der Tat hatte ich. Aber auch immer noch nicht fertig. Schade. Du hast, glaube ich, nichts zu erzählen, oder? Was? Lebt wohl. Okay. So, na, stehst du da vorne? Stehst du da vorne? Ja! Du stehst da vorne. Sächen. Wie könnt ihr es wagen, hierher zu kommen? Beruhigt euch. Ihr nehmt es mir echt übel. Nach dem, was ihr in der Bank getan habt? Aber ich... Ihr habt versucht, die Beweise zu vernichten. Ihr seid persönlich hinuntergegangen. Doch. Ihr habt den Skoyatel geholfen zu fliehen. Wir haben die Kikimori-Kadaver gefunden. Die Skoyatel allein hätten das nie geschafft. Wäre das nicht gegen das Gesetz, würde ich euch persönlich töten. Es tut mir doch leid. Hinfort, Elfenkollaborateur. Ja. Ich hoffe, du sprichst irgendwann wieder mit mir. Du musst die Quest abgeben. So, das heißt erstmal zu Velerath, dann zu Triss. Ewiges Feuer beschütze uns. Dann Richtung Sumpf wahrscheinlich. Das werden wir heute alles nicht mehr schaffen. Aber... mein Bestes. Es regnet und erschüttet. Wie traurig, wenn es regnet. Wieso ist das schön, wenn es regnet? Wenn nicht über einen schönen Sommerregen.
Wederrad müsste, glaube ich, wieder in dem Wachhaus sein. Wetter. Und Triss hoffentlich zu Hause. Die turnt hier sonst gerne irgendwo auf irgendwelchen Lauffesten rum. Anderes tut die Frau ja nicht. Oder steht vorm Spiegel und macht sie fertig. Hier scheint plötzlich wieder die Sonne. So, Wählerad. Bin erstmal raus. Ja, danke, dass du dabei warst. Vielen Dank fürs Zuschauen und dir auf jeden Fall noch einen schönen Abend. So, hallo Wählerad. Sagt, was ihr wollt. Wir wissen, was hier passiert ist. Ich bin wegen der Anzeige hier. Welcher? Gut. Der über Ghoulblut. Bringt mir 12 Fiolen Blut als Beweis, dass ihr die Ghule wirklich getötet habt. Haben hier, wir. Bitte. Eure Belohnung. Sehr schön. 150 Orens. Warte, können wir mit dir auch reden? Was gibt's, Hexer? Interessiert euch außer Politik noch etwas? Eine impertinente Frage. Aber ich werde antworten. Ich spiele gern Poker. Ja. Als geistige Übung. Ich kenne dieses Spiel. Ja, spiel er mit uns. Habe davon gehört. Wir könnten irgendwann mal spielen. Ich werde darüber nachdenken. Mm. Ihr findet mich hier. Lass uns spielen. So. Na, komm ich jetzt nochmal. Ah, okay. Dann passt er. Deswegen habe ich manchmal einfach so gewonnen. Okay. Mir war der Einsatz zu hoch. Gott, schön, dass wir so viel Geld haben. Na? 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 Schade. Hätte ja klappen können. Ja, 4 Einsen. Das gewinnen wir. Ha. Sehr geil. So. Ihr gehört nicht hierher. Haben wir auch gegen ihn gewonnen? Und dann können Was wir jetzt einmal euch zu hierher? Ihr seid ja ein ganz gefährlicher mit diesen Waffen auf dem Ja, ich bin ganz Alles gefährlich. Läuft nach Plan. Ich bin hundsgemein. Vergesst eure Bleib Stellung dran. Nicht, Hexer. Wie kann man hier gehen? So, Triss. Bist du hier unten? Sag mir nicht, dass du immer noch im Bett lungerst. Boah, du Socke. Nee, da. Sie macht sie gerade fertig, okay. Geralt. Ja, ich hab mit Shani gesprochen. Sie hat es eingesehen, aber trotzdem nicht gerade gut aufgenommen. Gut, dass das geklärt ist. Alwin braucht jemanden, der sich mit Magie auskennt. Geralt, ich wollte mit euch über die Zukunft reden. Über uns. Triss. Ich bin nicht eifersüchtig. Ich wüsste nur gern, wo wir stehen. Können wir das später machen? Ich habe einen Auftrag und der Kunde kann nicht warten. Bitte denk darüber nach, Geralt. Wir müssen nicht reden. Ein symbolisches Geschenk wäre genug. Sagen wir, ein Ring. Könnt ihr nicht einfach meine Gedanken lesen? Ich könnte, aber ich will nicht. Wenn ihr mir einen Ring gebt, betrachte ich ihn als ein Versprechen. Wenn nicht, versuche ich es zu verstehen. Adieu, Hexer.
Das macht Rittersporn bei ihr zu Hause, vor allem versteckt im Schrank. Wie geht es, Alvin? Egal. Immer müsst ihr eure Nase in alles reinstecken, Rittersporn. Ein Gott, warum ich nicht mag. Nur so eine Frage. Quält euch etwas? Sie ist nur... Ach, ich weiß auch nicht mehr. Gehen wir. Auf leeren Magen kann ich nicht über Frauen reden. Aber... Nein! Kein Aber. Soltan und ich sind zum Trinken verabredet. Nein! Ein Zwergensöldner und ein fahrender Sänger, nein, der alle losen Weiber in der Stadt die kennt. Szene. Bessere Ratgeber könnte ich mir nicht wünschen. Gehen wir. Jo, lasst uns saufen gehen. Toll, wo ist mein Wein oder mein Bier? Also ich gehe wieder leer aus. Also gerne können saufen gehen. Dich? Hallo, Soltan. Seid gegrüßt, Rittersporn. Gerald. Unser Ungeheuertöter sieht verbittert aus. Ist was passiert? Nichts, das ihr wissen müsstet. Weil ich auf Gerald erlebt eine kognitive Dissonanz, eine unangenehme Spannung als Begleiterscheinung des Auftauchens zweier widerstreitender Wahrnehmungen, seien es Gedanken oder Urteile, in einer Person. Rittersporn, ihr redet nur Mist. Einfach ausgedrückt, er kann sich nicht entscheiden. Ich nehme an, die Dissonanz betrifft... Meine Dissonanz geht euch nichts an. Falsch. Wir sind eure einzigen Freunde, Gerald, und Freunde helfen einander. Ihr werdet schon sehen. Wir trinken, plaudern und danach wisst ihr genau, was ihr wegen Triss tun müsst. Irgendwie glaube ich das nicht. Der Wodka ist so kalt, dass er brennt. Meine Herren, prosit. Zum Teufel mit allen Dissonanzen! Ich will auch! Leute, also, die geben sich jetzt hier die Kante, oder was? Zum Teufel damit! Wow, lecker! Es geht doch nichts über einen guten Schnaps. Nicht schlecht. Nebenbei, Soltan, warum trinken wir aus Bechern? Ich schwöre, ich habe Gläser gesehen. Ernste Probleme erfordern ernste Lösungen. Halbe Sachen bringen da nichts. Einverstanden. Aber nur halbe Portionen für Rittersporn. Er faselt auch so schon genug. Hört ihr habt ihr schon einen Tee. Wie ein verzogenes Kind und spuckt es aus. Triss ist eine tolle Frau. Aber? Ich bin ein Hexer. Du trinkst dazu jetzt nicht. Dazu bestimmt Ungeheuer zu töten. Kommt mir nicht mit diesem Schicksalsquatsch, Gerald. Mir ist schon lange klar, dass dieses jämmerliche Gefasel über Etlinne und so weiter ebenso Mist und Humbug ist wie diese Dissonanzen. Vielleicht habt ihr recht. Aber ehrlich, könnt ihr euch nicht als Flickschuster oder Bauern vorstellen? Nein, ich verstehe, was ihr meint. Verdammt, was hat das eine mit dem anderen zu tun? Mir fehlen Sauftouren. Niemand hat gesagt, dass ihr aufhören müsstet, Ungeheuer zu töten. Richtig? Hat sie nicht gesagt. Lasst mich das erklären, Rittersporn. Wenn eine Frau es nicht sagt, heißt das nicht, dass sie es sich nicht wünscht. Die sagen oft, sie wollen etwas, dabei wollen sie in Wahrheit das Gegenteil. Das stimmt. Amen. Darauf trinken wir. Leute, ihr solltet keine Gespräche über Frauen führen. Und mich und dabei nicht trinken. So stark, dass einem die Tränen kommen. Ich sage euch, wie das mit den Damen ist. Man kann theoretisieren und spekulieren, bis der Arzt kommt. Aber man kommt nie dahinter, was in deren Köpfen vorgeht. Frauen kann man einfach nicht verstehen. Sehr originell, Rittersporn. Spottet ja, ganz nur, einfach zu verstehen. Aber ihr könnt ich kann nur für mich sprechen, nicht stoppen. Das Problem ist, ihr wisst nicht, was ihr wollt. Und ihr wisst nicht, was ihr da redet. Ja, ich hatte nie eine Familie, aber ich kann da gar nicht hingucken. Dichter. Mit Menschen kenne ich mich aus. Sagt mir nur eins. Wollt ihr eine Familie gründen oder nicht? Ja, Rittersporn. So einfach ist das nicht. Ihr wisst, was ich meine. Wenn dieser Schlamassel ringsum nicht wäre, die Skoyatel, der Orden, die Salamander. Wenn ihr nur wüsstet, wie sehr, Rittersporn. Gut, die Familie ist die grundlegende Zelle der Gesellschaft. Das war ein Schluck auf. Ich hab Schluck auf. Darauf wollte ich eigentlich nicht hinaus. Ich will nur sesshaft werden. Das habe ich schon mal gehört. Trinken wir doch was. Ich krieg den verdammten Schluck auf nicht los. Boah, ja, kippt euch doch noch was hinter die Birne. Alter, ich muss mit Gerald gleich gehen, nicht ihr. Ich weiß,
Wir gehen in ein Hurenhaus. Das wird euer Junggesellenabend. Rittersporn. Nein, ihr geht jetzt nicht in ein Hotel. Wir reden hier über Beziehungen. Außerdem lassen die mich nicht rein. Kerle. Ich bin ein dreckiger Anderling. Im Haus der Nacht zählt nur das Gewicht der Geldbörse. Außerdem schuldet mir Madame noch einen Gefallen. Geralt, seid nicht so ein Spießer. Geh da garantiert nicht mit. Ist einfach nicht danach. Ich verstehe. Geh doch nicht in Bordell. Wenn Eudora das herausfände, glaubt mir, mit einer wütenden Zwergenfrau wollt ihr es nicht zu tun haben. Ich kann da gar nicht mehr hingucken. Ich glaube das wohl. Ich auch. Ich will mich fast gleich mitbesoffen. Meine Herren, es wird Zeit, diese Farce zu beenden. Unsere Einfälle werden dumm und dünner. Ja. Unten in der Flasche ist noch was. Ein zum Abschied! Na gut. Wohl sein. Nein. Boah, da fehlt schon... Gut, ich muss... Boah, doch, ich muss noch mit ihm laufen. Alter! Hallo, Geralt. Alter. Gut, also ich wäre schon mal vorn über die Treppe hochgefallen. Alter, ich kann da gar nicht gucken. Also so gucke ich nicht, wenn ich betrunken bin. Es dreht sich alles. Ja, Geralt, könnten Sie bitte das Bett erreichen? Boah, das ist sehr dicht. Geralt, ihr stinkt und habt alle Nachbarn geweckt. Was für ein Vorbild seid ihr denn? Ich bin dann weg. Kann ich wenigstens jetzt schlafen? Hallo? Hallo? Chris? Gerald. So, wir legen uns hier einfach mal direkt. Wir dürfen nur auf dem Fell hier pennen. Ah, er ist wieder nüchtern. Huch, was sitzt denn da drin? So, hockt sie jetzt unten. Yep. Seid ihr sicher, dass ihr ihn nicht verzieht? Ich will nicht, dass er verzärtelt wird. So. Ich weiß nicht, was ihr euch gedacht habt. Und ich möchte auch lieber nicht raten. Nee, den will ich nicht weggeben. Wirklich ein wunderschöner Ring. Aber? Ich möchte, dass ihr mehr Zeit mit Alwin verbringt. Der Junge braucht etwas Disziplin. Ach, komm, hör auf. Bei Triss musste ich dumme Bilder ansehen. Möchtest du irgendwann mal mit mir Mikado spielen? Ich geh morgen auf den Markt. Hat einfach mal so gar keinen Bock drauf, ne? Wir sehen. Ja, gut, okay, dann nicht. Kalkstein. Gut, zu Kalkstein kommen wir, wenn wir oben das Portal benutzen. Dann kommen wir nämlich auch zu Kalkstein. Ja? Ich bin wegen der Anzeige hier. Habt ihr... Ja, 3 frische Dosen, wie es in der Anzeige stand. Trefflich, nehmt dieses Gold. Gebt auf euch Acht. So. Dann haben wir das auch schon mal.
So. Ich werde jetzt noch in die etwas längere Pause gehen. Und werde einmal ganz kurz mein Essen aufessen, aufs Klo gehen. Und ja, dann sehen wir uns auf jeden Fall gleich zu Herr der Ringe Online wieder.